Moin Moin! Heute zeige ich euch, wie man ein Hard Reset macht beim iPhone 6S. Ihr seht, ich habe keine Funktion mehr auf dem Teil. Also nimmst du die Hand als ersten Schritt, benutze diesen Button hier oben, also diesen Knopf und diesen hier vorne. Das ist der Home-Button und das da ist der An- und Ausschalter. Beide Knöpfe zusammendrücken und gedrückt halten, bis sich was tut. Und los. Oh, ihr seht, da hat sich schon was getan. Also ihr müsst es 10 Sekunden circa halten. Jetzt geht es wohl in den Hard. Jetzt geht es wieder an, bis es wieder neu startet. Und dann solltet ihr danach wieder eine Funktion im iPhone haben. Das behebt oft die leichten Probleme, wenn es zum Beispiel eingefroren ist oder wenn es nicht mehr tun möchte, was ihr wollt. Oder wenn es gar nicht mehr angeht. Seht ihr, hat funktioniert. So kriegt ihr das wieder hin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, wenn ihr wollt. Gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun zun!